Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Ihr seht Hauptmenü und wie ihr es am Titel vielleicht schon erkennen könnt, Staffel 2 oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie unter einem besonderen Namen mache, aber es wird nicht mehr die erste Staffel sein, die so knappe 10 Folgen lang war, denn wir haben ein paar Neuerungen drin. Erstmal seht ihr schon alles auf Deutsch jetzt. Nicht mehr Englisch. Ich habe mir über Nexus Mods, den Link zu der Webseite, werde ich mal unten reinpacken, mir eine Deutschmod geholt. Diese auch, ja, wie angegeben in der Lies-mich-Datei oder Read-me-Datei installiert. Ich habe allerdings, wenn ihr Mountain Blade startet, kommt ja immer quasi diese Übersicht, wo ihr auch Mods quasi euch anzeigen lassen könnt. Da habe ich die deutsche Übersetzung beispielsweise nicht aktiviert und trotzdem wird sie mir angezeigt. Hier in dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Wir sind außerdem in der Version 1.1.1. Das ist auch neu. Ich hätte jetzt theoretisch auch die alte Kampagne wieder laden können und weiterspielen können. Ich glaube, da gab es jetzt keine wirklichen Störungen damit. Zieht ja das Early Access meistens immer nach sich, dass es so ein Rollover ab und zu gibt, dass man von vorne starten muss. Ist bis jetzt noch nicht der Fall. Ich denke mal, mit größeren Updates dann auf, weiß ich nicht, 1.5 oder Version 2, falls das im Early Access jemals passieren sollte, keine Ahnung, wie da die Entwicklungspläne sind, dann könnte es vielleicht so ein Rollover geben und wir müssten nochmal neu starten. Aber ich hatte ja sowieso gesagt, wenn ich das mit dem Deutschmod hinkriege, dann fangen wir nochmal neu an, weil jetzt kriegen wir auch die ganze Geschichte mit. Und zwar wirklich 1:1. Ich habe schon allein im Startmenü oder na, in den ersten paar Sekunden, nämlich eine Sache schon entdeckt, die ich glaube ich nicht richtig übersetzt hatte. Damals beim ersten Versuch. Gut, also neuer Char, neue Geschichte. Naja, Geschichte ist gleich, aber neuer Charakter und wir nehmen auch ein neues Volk. Aber wir hatten ja die Kusait. Die fand ich tatsächlich sehr geil, weil die sehr durchmischt waren von allen Gattungen. Oder ja, Gattungen. Also Fuß- oder Infanterie, berittene. Also Reiter, dann berittene Bogenschützen und die Fernkämpfer. Infanterie? B? Bin ich gerade zu blöd um... Kavallerie? Nee, Kavallerie ist berittene Reiter. Infanterie ist Fußvolk. Berittene... Boah, Alter, ich bin gerade zu blöd. Ich weiß nicht, was Bogenschützen und so, was das für eine Gattungsklasse ist. Naja, egal. So, Kusait waren das auf jeden Fall. Jetzt habe ich zwei Überlegungen. Ich finde die Vlandianer von den Boni her am geilsten, weil du halt 20% mehr Erfahrung kriegst. Die Sturgeon finde ich persönlich halt am coolsten, weil es das Nordvolk ist und ich mit Schnee mich sowieso mal... Komm, wir machen die Sturgeon. Und gehen in den Norden, in den Schnee. Ja, der einzige Vorteil ist, dass wir bei Schnee... Genau, 20% weniger Geschwindigkeitsabzug bekommen. Ist egal. Weil Schnee ist tatsächlich nur im Gebiet der Sturgeon und in keinen anderen Bevölkerungsschichten. Deswegen ist es eigentlich der beschissenste Perk, mit dem man haben kann, aber egal. So, wir nennen unseren Clan auf jeden Fall Vinland. Und jetzt muss ich mir dann nur noch einen Char ausdenken. Ah, was sieht denn nordländisch aus? Irgendwas mit langen Haaren auf jeden Fall. Das sieht sehr weiblich aus. Das finde ich... Sogar noch halbwegs akzeptabel, aber die Friese oben sieht ja ganz grauenvoll aus. Tingeltangel Bob, na okay, das hier ist Bob Ross. Wobei hatte Bob Ross so ein Monster Bob? Keine Ahnung. So, sieht auch schwer wild aus. Das sieht doch nach einem Nordländer aus. Den Bart, finde ich, kann man sogar fast sogar schon lassen. Der hier war das, ne? Das finde ich sogar halbwegs okay für Nordländer. Eigentlich müsste er stahlblaue Augen haben. Kann man hier eigentlich die Augenfarbe ändern? Da unten, Augenfarbe. So, hier stahlblau, jawohl. Das finde ich ein bisschen komisch, mit so einem Regler das zu machen. Aber okay. Nehmen wir die Augenfarbe. Und dann soll das auch schon passen. So, wähle deine Familie. Jetzt sehen wir auch hier alles endlich auf Deutsch, was das wirklich heißen soll. Ach so, eine Sache noch. Also in Staffel 1, so nenne ich es jetzt einfach mal, hatte ich auf jeden Fall extreme Probleme mit Aufnahme. OBS hat da ziemlich rumgespackt und ich hatte extrem viele übersprungene Frames. Jetzt im Intro hatte ich normalerweise, ich habe glaube ich die letzten beiden Tage schon mal versucht das aufzunehmen, hat aber irgendwie dann nicht so ganz geklappt oder ich war nicht zufrieden. Da hatte ich auch eigentlich schon immer relativ viele übersprungene Frames. Aktuell sieht es super aus.
Ich hoffe, dass es auch so bleibt, wenn wir dann ins Spiel gehen. Ich möchte es nicht versprechen, aber ich hoffe es. So, das nochmal kurz dazu. Ihr wurdet geboren in eine Familie von Gefährten des eines Bojaren. Achso, das wollte ich auch noch erwähnen. Im ersten Kapitel, sag ich mal, oder in der ersten Staffel, waren wir Einhänder und ich glaube Polearm, also Stangenwaffentyp. Ich wollte zwar eigentlich Bogenschütze werden, hab's aber irgendwie nie hinbekommen. Jetzt in der Staffel als Nordländer. Es macht tatsächlich wenig Sinn, Bogenschütze zu sein, weil wir werden, glaube ich, einer von, na, vielleicht zwei Leuten sein, die Bogenschützen sind. Die einzigen, die noch Bogenschützen definitiv werden, sind unsere Begleiter irgendwann. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe irgendwann schon mal mit den Sturgeon gespielt, die haben fast nur Nahkämpfer und keine Fernkämpfer. Deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, auf Nahkampf zu gehen. Ich würde tatsächlich... Ich würde am liebsten, würde ich tatsächlich Zweihändigkeit machen und ich mache Werfen. Zweihändigkeit und Werfen. Werfen habe ich noch nie gemacht. Das werden unsere Perks. Reiten, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich. Ich würde mich tatsächlich eher aufs Laufen diesmal spezialisieren. So, das hier wäre Roguery, also Banditentum und Werfen. Das finde ich tatsächlich schon gar nicht mal so schlecht. Das ist alles unwichtig. Hier wäre Taktik und... Na gut, Handeln brauchen wir nicht machen. Oder Zweihand und Reiten. Also Vagabund oder Zweihand und Reiten. Soziales würde ich da nur kriegen. Komm, wir machen das hier. Vagabund. Nee, Gefährte eines Bojaren. Als Kind war die bekannt für... Führungsqualitäten können wir eigentlich fast schon nehmen. Muzzles ist natürlich ganz perfekt. Wichtig. Auch nicht schlecht. Charme, also Charisma und Führung, auch sehr wichtig. Reiten und Medizin unwichtig. Ich nehme tatsächlich Muskeln. Ich nehme Muskeln, auch wenn wir später noch genügend Fertigkeiten in den Kampfdingern kriegen werden. Wie alle Dorfkinder habt ihr auf den Feldern geholfen. Ihr habt auch die Schafe gehütet. Ja, das ist schon mal super. Nee. Smithery, also Schmieden ist... Weiß ich nicht, ob ich das jemals wirklich machen werde. Bin da irgendwie noch nicht so hinterher. Charisma und Handeln wäre eigentlich auch gar nicht verkehrt. Ich mache das lieber Schafe hüten, weil ich da Ausdauer kriege. Oder Athletik. Als junger Mensch, der in Kalradia aufwuchs, war der Krieg nie weit weg. Ihr mit dem Herdwächter ausgebildet. Was? Ihr mit dem Herdwächter? Also ich weiß ja nicht mal, was ein Herdwächter sein soll. Sie waren ein so großer und imposanter junger Mann, dass die Wache des Chefs ihn erlaubt hat, an ihrer Seite zu trainieren, um sich eines Tages ihnen zu gesellen. Okay, ich habe mir hier unten das noch gar nicht durchgelesen. Naja, egal. Nein. Nein. Absolut gar nicht. Super nein. Ach, das ist alles blöd. Kann ich hier irgendwas mit Zweihand? Okay. Ja, dann machen wir Schlosst euch den Plänklern an. Bevor ihr ein Leben voller Abenteuer begannt, war dies eure größte Tat. Ja, ich glaube, ich gehe auf das hier. Ihr habt eine erfolgreiche Fahndung geleitet, also wirklich. Polizist werden oder sowas. Okay, das ist auch gar nicht schlecht. Aber ich mache das hier mit der erfolgreichen Fahndung. Als eure Gemeinde ein Aufgebot zur Verfolgung von Pferdedieben organisieren musste, wart ihr die offensichtliche Wahl. Jagtet die Räuber, umzingeltet sie und erzwangt ihre Kapitulation und holtet das Diebesgut zurück. Wow, Alter. Holtet. Ich weiß gar nicht, welche Form ist, welche Vergangenheitsform das die ganze Zeit ist. Wie viele... Jetzt ist übrigens der erste Story-Teil. Und hier kommt auch der Fehler, den ich... Naja, was heißt Fehler? Ich habe es, glaube ich, damals nicht richtig erklärt. Wie viele Familien in Kalradia war euer Leben durch den Krieg umgestürzt? Euer Haus wurde bei einem Durchmarsch einer Armee nach der anderen verwüstet. Schließlich verkauftet ihr euren Besitz und brachtet mit eurem Vater, eurer Mutter, eurem Bruder und euren zwei jüngeren Geschwistern auf den Weg in eine neue Stadt, von der ihr gehört hattet, dass sie sicher sei. Aber ihr habt es nicht geschafft. Auf dem Weg dorthin wurde das Gasthaus, in dem ihr untergebracht wart, von Räubern überfallen. Eure Eltern wurden getötet, das wissen wir, und eure zwei jüngsten Geschwister entführt. Aber ihr und euer Bruder überlebten, weil... Also, wir suchen nicht... Ich weiß nicht mehr, was ich in Staffel 1 gesagt habe, wen wir suchen. Aber es sind auf jeden Fall unsere beiden jüngeren Geschwister.
Das wusste ich auch irgendwie noch nicht, dass wir ja mit Familie und zwei Geschwister noch abhauen. Und ja, gut, unserem Bruder, das ist ja der Typ, den wir gleich im Tutorial am Anfang sehen werden. Aber wie gesagt, ich wusste halt nicht, wen wir suchen. Aber es sind unsere jüngeren Geschwister. Die haben auch immer random Namen, glaube ich. Bin mal gespannt, wie die jetzt heißen. So, was war denn unsere größte Tat? Nein. Absolut nein. Ja, das wäre sogar super. Also, nicht super, aber okay. Das ist auch gar nicht schlecht. Oh, die letzten drei sind alle gut. Ah, was war hier nochmal? Reiten und Spähen. Spähen ist, naja. Ich nehme Charm und Führung. Ihr die Flucht der Reisenden organisiert habt. Jo. So, wir nennen uns Vinland. Lorik Vinland. Lorik ist eigentlich schon ein geiler Name für Norden. Gavin, Kolek, Jorik, Boraboss, Bailorn, Walischen, Laswak, Tanir, Vardon. Irgendwann wiederholen die sich übrigens. Krass. Gutrak, Astin, Radul, Ilmir, Tyl. Fulfür. Ach du Scheiße, kann ich gar nicht aussprechen. Dalibol, Tyl. Tatik, Temir, Schemir. Temir, Schemir, Temir. Boritor, Valdim. Ja, wir nehmen Mor-Vinland. Mor ist doch ein schöner Name. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch genau in die Einstellung. Ich wollte es ein bisschen schwerer machen. Und zwar auf leicht. Wir haben ja quasi im ersten Teil alles hier oben auf sehr leicht gehabt. Hier unten, das lasse ich. Also Schwierigkeiten bei der Rekrutierung lasse ich auf sehr einfach. Kriegen wir mehr Leute. Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht verkehrt. Und Combat AI ist normal. Keine Ahnung. Das war anscheinend vorher auch schon so. Dafür erleiden wir ein bisschen mehr Schaden. Also, genau. Wir erleiden mehr Schaden. Also zwei Drittel. Ist aber noch nicht realistisch, aber zwei Drittel. Unsere befreundeten Gruppen, das hatten wir, glaube ich, vorher auch. Und unsere eigenen. Befreundete Truppen? Befreundete Gruppen? Was ist da der Unterschied? Ja, keine Ahnung. Ich fand es auf Englisch tatsächlich ein bisschen einfacher. Aber gut, wir erhöhen ein wenig den Schwierigkeitsgrad. Und ich werde diesmal auch so spielen, wenn ich gefangen genommen werde, bin ich gefangen genommen. Habe ich ja in Staffel 1 auch nicht gemacht. Gut, da wollte ich eigentlich ein bisschen was vom Spiel zeigen und vom, naja, Mid-Game und, naja, gut, Late-Game sowieso nicht, aber hat sich ja auch erledigt. Nordzorn heißt unser Bruder. Bruder, es sind nun 3 Tage vergangen, seit wir diese Bastarde verfolgen. Ich denke, wir sind nah dran. Wir müssen darüber nachdenken, was wir machen, wenn wir sie fangen. Wie werden wir Fodor und Alishka retten? Sind wir für einen Kampf bereit? Die haben tatsächlich immer random Namen. Dies sieht aus wie ein alter Übungsplatz für die Legion. Vielleicht können wir ein wenig Zeit erübrigen und unsere Kenntnisse auffrischen. Das Training könnte sich als nützlich erweisen, wenn wir die Angreifer einholen. Nee, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es wird schneller gehen, wenn wir uns trennen. Gut, jetzt habe ich auch wieder Codierungsüberlastung. Sorry, wenn es jetzt ein wenig ruckliger wieder wird. Seid ihr euch da sicher? Ja. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Also das hier lese ich nicht vor, weil hier wird das Tutorial beendet. Also gut, teilen wir uns auf und suchen wir die Kleinen getrennt. Wenn ich sie vor dir finde, schicke ich dir eine Nachricht. Alles klar. Noch eine Sache, Bruder. Wir wollen, dass man uns ernst nimmt. Vielleicht führen wir bald Männer in den Kampf. Geben wir unserer Familie einen Namen und ein Banner, wie es die Adligen tun. Alles klar. Machen wir? Moa-Vinland. So. Nerezets Torheit. Ja, der Name kommt gleich nochmal. Und ich verstehe nicht, wie man diesen Namen ausruhen konnte, weil man kann ihn einfach nicht aussprechen. Also weder auf Englisch finde ich noch auf Deutsch. Benachrichtigung. Wenige Stunden, nachdem sie das Trainingsgelände verlassen haben, treffen sie auf einen Verwundeten, der unter einem Baum liegt. Sie teilen ihr Wasser mit ihm und versuchen, seine Wunden so gut es geht zu verbinden. Er sagt ihnen, er sei ein reisender Arzt. Als Dank für ihre Hilfe überreicht er ihnen ein kleines Bronze-Artefakt, das ihm, wie er sagt, einmal als Bezahlung von einem Krieger geschenkt wurde, der nur sagte, dass es mit Nerezes Torheit zu tun habe. Er vermutet, dass es von großem Wert sein könnte. Sie beschließen, mehr herauszufinden. Nerezes Torheit. Ich versuche, diesen Namen mir zu merken. So, das ist mein Aufnahmesymbol. Und wir nennen unseren Familienclan Vinland. So, dann nehmen wir uns noch ein Symbol. Also diesmal machen wir blau. Und ich würde sagen, hier so eisweiß. Wenn das überhaupt ein Symbol ist. Und die Vinländer sind. Sind wir denn?
Das hier finde ich eigentlich ganz cool. Also cool, es ist okay. Ist jetzt nicht cool. Wobei ich das mit dem Schild, ich finde diese runden Dinger auch gar nicht verkehrt hier. Für das Schild passt das eigentlich perfekt. Nehmen wir hier die Sonne. Was ist das? Oh, das sieht aus wie ein Bauernsymbol. Komm, wir nehmen die Sonne. Oder nehmen wir den Pfeil? Okay, das sieht man halt auf dem überhaupt nicht. Auf den anderen Schildern würde das besser zur Geltung kommen. Bin mir echt unsicher. Oder hier die Streitaxt-mäßig. Hm. Nehmen wir die Streitaxt, komm. Was soll's. Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist unsere Fahne? Ja, bisschen größer. Hier, zack, Streitaxt. Wunderbar. Nehmen wir. Sehr gut. Dann herzlich willkommen auf der Karte wieder. Hier ist übrigens LP2. Das ist das, was ich schon mal angefangen hatte. Da hieß ich Durold. Da ist noch unser erster Versuch. Und als erstes werden wir natürlich wieder in unsere Region reiten. Und zwar... Wo ist die erste Stadt? Hier, Urixgala ist die erste Stadt. Ach so, okay. Nee, dann gehen wir hier hin. Charnobas. This is our path. So, da waren ein paar Hände, die sind aber egal. Ich hoffe, es läuft. Oh, es geht sogar halbwegs diesmal. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir halt genau diesen. Oh, Alter, 28 Plünderer, euer Ernst? So, hier ist eine Engstelle. Okay, das ist Chandion. Sanyon. Wunderbar. Jetzt geht's hier durch die Berge durch. Ja, wunderbar. Der hält die ab. Das ist eigentlich immer das Schwierigste, erstmal in das Startgebiet zu kommen, wo man eigentlich hin will. So, hier ist auch noch ein bisschen eng. Aber wir haben es sogar fast geschafft. Da oben ist schon Chornobas. Und hier ist meistens ein bisschen was mit... Ah, sehr gut. Da haben wir noch Andros. Ulrik. Oh, Ulrik. Ganz schnell mal zu Ulrik. Schon geil, dass wir einen ersten Helden finden. Weil mit dem können wir schon mal quatschen. Hä? Glaubt nicht, dass ich dich kenne. Friede sei mit dir, Fremder. Mein Name ist Mohr, mein Herr. Darf ich nach eurem Namen fragen? Ich bin Urik von den Kuloving, einer der ältesten Linien der Sturgia. Eines sollten sie über mich wissen. Ich bin ein sehr guter Freund und sie wollen mich auf keinen Fall zum Feind haben. Okay, kann er mir über Nerezes Torheit was sagen? Nun, das ist es, was einige Leute die große Schlacht von Pendraik im Jahr 1077 nennen. Kaiser Nerezes führte eine Armee in Begleitung von Kusait und Azarai an, um gegen eine Koalition aus Sturgia, also gegen uns, Batania und Vlandianern zu kämpfen. Es war eine Katastrophe für ihn, er starb darin, aber den Siegern erging es nicht viel besser. Ich verstehe. Okay, kann er mir noch was über die Schlacht sagen? Ich war nicht dabei, Raganvard war dabei. Raganvard, kann ich sagen, ist der Chef, glaube ich, hier von den Sturgian aktuell. So, erstmal speichere ich, dass ich hier angekommen bin. Ach so, und ich werde gleich mal ein paar Punkte verteilen. Und zwar werfen, Javelin. Ruhige Hand, erhöhte Genauigkeit bei Wurfwaffen. Okay, mehr geht nicht. Ach so, ja, natürlich anwenden. Dann baut einen Clan wieder auf und eine Rezess-Torheit untersuchen. Jawohl, müssen wir zu Raganvard. Können wir kurz gucken. Ach, hier ist er gleich. Zuletzt gesehen, nie zuvor. Wunderbar. Kennen wir nicht. Aber er ist der Großfürst tatsächlich. Also der Chef hier von Zernze. Gut, dann. Gucken wir mal, ob wir... Okay, Dings kriegen wir nicht. Gucken wir uns mal kurz den... Truppenbaum an. Also, Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Ja, berittener Nahkampf. Oh doch, es gibt doch Fernkämpfer. Gut, wusste ich nicht. Allerdings keine Berittenen. Okay. Ich werde. Okay, 50%, 50%. Und ich muss mir ganz kurz mal angucken, wie die Sondereinheit hier ist. Kriegersohn? Ja, sehr gut. Sturgia Kriegersohn. Ist auch ein berittener Typ. Okay. Also die Spezialeinheit ist beritten. Ja, gut. Dann können wir also 50-50 machen. So, Getreide ist billig. Holen wir uns mal bis auf 10. Das kennen wir jetzt ja alles so ein bisschen, ne? Nichts Neues. Jetzt geht es erstmal wieder darum... Ulrich holt sich auch nochmal 5 Rekruten, echt? Eigentlich habe ich alles gekauft. Erstmal wieder ein bisschen Fame zu bekommen. Hier ist schon mal eine Mission. Ah, Deserteure. Dafür haben wir noch zu wenig Truppen.
Ich rüste erstmal auf 20 auf. Können wir uns erstmal merken. Kranirock. Achso, ja, nee. Plünderer. Komm, greifen wir mal die ersten Plünderer an. Ich werde die Plünderer auch erstmal nicht manuell angreifen, sondern nur durch die KI. Oh, das ist ein Versteck, sehr gut. Nur durch die KI. So, gib auf oder stirb. Truppen. Okay, 4 Verletzte. Ist schon mal beschissen, aber okay. Ein paar Datteln, Holzhammer, Kopftuch können wir aufsetzen. Und selbst die Tunika ist schon besser. So, Waldbanditen will ich ehrlich gesagt nicht angreifen. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ne, die verfolgen mich. Scheiße. Es könnte sein, dass ich gleich am Arsch bin. Okay, ich bin durch den Wald ein bisschen schneller als die Waldbanditen. Glück gehabt. So, Taverne. Hätten wir Alkyria Weidenrinde. Sehr gut. Die rekrutieren wir alle. Dann verkaufen wir hier mal ein paar Sachen. Kriegen wir nochmal 74. Achso, ich wollte eigentlich mein Pferd auch verkaufen. Ich wollte eigentlich zu Fuß unterwegs sein. Okay, gut, der lässt von uns ab. So, keine Aufträge. Einen Rekruten kann ich mir noch holen. Wobei... Ist irgendjemand aufgestiegen? Einer. Ein Waldläufer? Ah, okay. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, gut, der Rest soll sich erstmal erholen. Oh, da ist Oleg. Der hat sogar eine Aufgabe für uns. Oder irgendeine Information. Ihr Gesicht ist mir nicht bekannt. Wie ist euer Name, Fremder? Mein Name ist Moa. Ich bin Oleg von den Kudowing. Einer der ältesten. Ja, kennen wir. Und er ist Lord von Omor. Okay, kann er mir was... Ich kenne ihren Namen nicht, aber das macht nichts. Manche sagen, es sei eine größere Ehre, eine große Abstammungslinie zu gründen, als mit einer solchen geboren zu werden. Könnt ihr mir was über die Schlacht von Bedrarik erzählen? Ein Sieg, den mein Vater errungen hat und den Raganwart für sich beansprucht. Der alte König Wadinslav war mutig genug. Er hat uns alle in die Schlacht geführt. Ich stand an der Seite meines Vaters, als wir dem Kaiserreich Auge zu Auge über unsere Schilde hinweg gegenüberstanden. Es war wie jede Schlacht, in der Schildmauern aufeinandertreffen, stoßen und schieben, kämpfen, um auf den Beinen zu bleiben, aber man kann es nicht wirklich beschreiben. Sagen wir einfach, es ist die Art von Schlacht, die die Sturger normalerweise gewinnen. Als das Kaiserreich genug von uns hatte, zerbrachen sie und rannten auf die Stadtmauern. Dort warfen sie Pfeile und Steine und ihr verfluchtes Feuer. Wir mussten die Leitern hochklettern, eine nach der anderen. Wadinslav wurde von einem Streitkolben getroffen und stürzte ab. Mein Vater ging dann nach oben, zackte sich dabei und sammelte uns. Führte uns zum Sieg. Mein Vater nahm das kaiserliche Drachenbanner aus den Händen des toten Nerezes. Es ist eine berühmte Geschichte und dann versuchte der kleine Prinz Raganwart es zu beanspruchen. Mein Vater zerbrach es über seinen Knie, warf es nach ihm und sagte ihm, er solle sich sein eigenes Spielzeug besorgen, um damit zu spielen. Ha! Es war ein guter, guter Tag. Es war ein guter, guter Tag. Okay. Dankeschön. Ja, gut. Ach so, halt, stopp. Der hat eine Mission für uns. So, Mor. Genau. Diese Kriege haben meine Männer stark beansprucht. Die mutigsten fallen oft zuerst, sagen sie, und immer weniger Familien sind bereit, ihre Söhne in meinem Banner aufzunehmen. Aber die Kriege hören nicht auf, weil ich Probleme habe. Was kann ich für sie tun? Ich brauche mehr Rekruten in der Garnison von Festung Kranirok, da wo ich bin. Vielleicht kannst du mir 4 Varjak rekrutieren und für mich zur Garnison bringen. Okay, einer ihrer vertrauenswürdigsten Begleiter, der weiß, wie man Männer führt, kann mit 6 Reitern umhergehen und einige auflesen. Auf die eine oder andere Weise werde ich 1100 Gold als Gegenleistung für ihre Dienste... Okay. Gut, wir versuchen ihn mal zu finden. Also, nicht ihn, sondern 4 Varjaks quasi zu bekommen. So, erstmal greifen wir die Banditen an. Okay, ich wollte gerade sagen, hauen die ab. So, okay, was fällt dir ein, du Hund? Sende Truppen und wir gewinnen. Alter, what? Ach, der hat uns angegriffen. Ich wollte gerade sagen, 13 Leute habe ich verloren. Nee, oh, was? 14 Verwundete, aber kein Toten. Heftig. 2 Plünderer. Wir können aufwerten. Und plündern. Gut, Fisch, Oliven. Also ich nehme sowieso alles, ne? Gut, Armschienen haben wir noch gar keine. Und ich habe die Kapazität überschritten. Ach, weil ich jetzt keine Dings mehr habe. Keine richtigen Rekruten mehr. Die sind ja alle quasi Kapheister jetzt, ne?
Okay. So, was hast du für eine Aufgabe? Bilde Truppen aus. Nee. Vajak. Hier ist ein Noble Son und die werden nur zu Vajaks. Also ich muss unbedingt diese Kriegersöhne bekommen, damit ich ein paar Vajaks quasi bekomme. So, ich würde sagen, beenden wir die Folge 1. Ich werde ganz kurz ein bisschen hier in der Stadt verweilen und ein paar, ja, Leute wieder heilen lassen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und dann, ja, machen wir die ersten Missionen. Also seine nicht, aber wir werden dann hier zu der anderen gehen und gegen die ersten Deserteure schon mal antreten. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Haut rein. Ciao. Auf Wiedersehen und tschüss.